der altkalifornischen Reitweise geht ein Pferd nach dem Snaffle-Bit, wenn es gelernt hat, seitlichen Hilfen gegenüber nachgiebig zu reagieren, in ein sogenanntes Bosal. Diese Bosals gibt es in verschiedenen Stärken. Wir haben hier ein dickes. Mache ich Folgendes. Ich benutze beide Hände. Eine Hand kommt auf den Nasenrücken, die andere Hand zwischen die Ohren. Die Hand zwischen den Ohren übt leichten Druck zwischen den Ohren aus. Reagiert das Pferd nicht mit Nachgeben, fange ich an, mit der anderen Hand am Nasenrücken zu wackeln. Ich schüttle meinen Kopf leicht hin und her und warte auf mein Pferd, bis es eine nachgebende Bewegung macht. Darauf lobe ich mein Pferd und beginne von neuem. Leichter Druck zwischen den Ohren veranlasst mein Pferd, nach kürzester Zeit den Kopf zu senken. Möchte das Pferd gehen, darf es sich jederzeit frei bewegen. Was es nicht tun sollte, ist Hals über Kopf davonstürmen. Dazu würde ich es am Halfter korrigieren, ihm eine neue Richtung geben und versuchen, es bei mir zu behalten. Den Fähnchenstock findet mein kleiner Kamerad etwas unheimlich, jedoch nicht unausstehlich. Da mein Pferd als Herdentier es gewohnt ist, sich unterzuordnen, achte ich beim Führen darauf, dass mein Pferd mir folgt, mich weder anrempelt noch überholt, sondern sich hinter mir befindet. In einer Pferdeherde ist es ebenfalls zu beobachten, dass ranghöhere Tiere vorauslaufen. Bleibt der ranghöhere stehen, hält der Rest der Herde auf dieser Seite verfahren wir genauso. Da mein Pferd auf zwei Seiten zwei verschiedene Bilder sieht und Sachen, die es links akzeptiert, nicht automatisch rechts ebenfalls unproblematisch vonstatten gehen. Sobald mein Pferd mit der Hinterhand untertritt und sein Hinterteil bewegt, wird der Schenkel aufhören zu treiben. Der Schenkel ist weg vom Pferd und ich warte darauf, dass mein Pferd die Bewegung in der Biegung einstellt. Ich lobe mein Pferd und beginne von neuem. Ruhe und Geduld sind auch bei dieser Übung von immenser Wichtigkeit. Noch einmal, innerer Zügel, innerer Schenkel hinter dem Gurt, weg mit dem inneren Schenkel, abwarten, bis mein Pferd steht, weich nachgiebig im Gebiss ist und ich lobe mein Pferd. Diese Übung kann anfangs bis zu 5, 10 Minuten, was auch immer, dauern, bis mein Pferd herausfindet, dass ich einfach nur anhalten möchte. Es ist wichtig zu beachten, erstens den inneren Zügel angelehnt zu lassen, bis mein Pferd steht und zweitens den inneren Schenkel weg vom Pferdekörper zu halten, damit mein Pferd weiß, dass es stehen bleiben soll. Je länger ich mein Pferd beende die Übung und komme zurück zur Laderampe. Mein Pferd interessiert sich, ist jedoch noch nicht allzu begeistert, in den Anhänger hineinzutreten. Ich beginne nun damit, den Stress etwas näher an den Anhänger heranzubringen. Und mache meinem Pferd klar, dass es nicht mehr ausreicht, nur an die Rampe heranzutreten. Ich möchte, dass das Pferd auf die Rampe hinaufsteigt und möglichst hier bleibt. Braver Kerl. Beide Eingänge werden von mir freigehalten. Das Pferd kann sich aussuchen, in welchen es steigen wird. Jawohl. Jetzt erinnert euch mal dran, wie er vorher noch losgehüpft ist, wo er das Ding dran kriegt hat. Oh mein Gott! Weg. Da mir die Besitzerin mitteilte, dass es wohl eine mittlere Katastrophe wäre, diesem Pferd eine Wurmkur zu geben, beschloss ich, mit diesem Pferd auch an diesem Problem zu arbeiten.